Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Breath of the Wild. Wir haben in der letzten Folge, ja, recht erfolgreich hier den nächsten Schrein freigespielt. Und den wollen wir jetzt mal mit unserem einen kleinen, mickrigen Puppelherzchen betreten, in der Hoffnung, dass wir da nicht so ganz umgebracht werden. So häufig, so frustrierend, wie der letzte Tempel. Oder, ja, Schrein. Es sind ja keine Tempel, es sind ja Schreine. Och nee! Das. Ne. 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 Oh komm, das ist nicht dein Ernst. Jetzt eine Kraftprobe. Ich werde. Vor allem, wir dürfen. Ja, wobei, wir dürfen. Den theoretisch benutzen. Und unser Schwert macht mit einem Schlag Aua Kabum. Komm, wir probieren es. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Wir müssen die ja machen. Damit das storymäßig weitergeht. Ach du Scheiße. Ich bin da nicht bereit für. Gott. Ja. Lief gut, würde ich sagen. Ich muss da, glaube ich, sofort hin und den hauen, ne? Sofort hin und drauf. Ohne Widerrede. Gott, okay. Haben wir. Diese Sequenz werden wir jetzt noch sehr oft sehen. Freut euch drauf. Ach, okay. Da jetzt richtig ausweichen können. Ja, nee, kann ich nicht. Hattekatata! Haiuken! Oder so. Haben wir geschafft! Yay! Gut, was haben wir hier Schönes? Eine Wächteraxt. Eine Wächterlanze. Und ein Wächterschild. Das ist ja nice. Können wir alles nicht nehmen. Ich würde aber gern... Warte mal, wir können doch... Ich habe ja noch Waffen, theoretisch. Ich könnte hier halt was wegwerfen. Du bist ja auch eine Lanze, ne? Ja. Aber du bist schlechter. Ich glaube, die andere war mit 20. Würde aber vielleicht eher den Elektrostab wegwerfen. Weil ich den gar nicht so toll finde. Und dafür nehmen wir uns die andere Lanze mit. Und nehmen wir auch das Schild mit? Mein Wächterschild ist schon nicht unnice, ne? Dafür eins von denen weg? Oder das, was wir halt haben? Wobei, das hat Schildblock plus 8. Das war ja nicht so unkacke. Aber wir tun das weg. So. Und nehmen das damit. Okay. Hätten wir das? Ich weiß gar nicht, warum so eine Panik entstanden ist, weil da noch nicht Ende ist. Oh Gott, was passiert hier noch? Bombenpfeile. Nehme ich. Ich will hier noch irgendwas umbringen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Kann ich da rückwärts drauflaufen? Nee. Ja, und jetzt? Was passiert, wenn ich hier wieder runtergehe? Nichts. Da kommt safe noch ein Gegner hoch, ne? Safe kommt da jetzt noch jemand und sagt Hallo. Oder auch nicht.
Hä? Was verpasse ich gerade? Was übersehe ich? Helft mir mal. Ich habe das jetzt aktiviert. Das ist runtergefahren. Muss ich da runter? Also ich bin darauf vorbereitet, nochmal kämpfen zu müssen, ne? Aber da unten ist doch auch nichts. Wenn ich jetzt da runterspringe, haben wir ein Problem. Komme ich nicht wieder hoch. Da, da geht's rein. Okay, wir müssen da runter. Da brauchen wir noch einen Schlüssel. Oh Gott, ja, ist noch nicht Ende hier. Da ist nix. Da geht's noch tiefer wahrscheinlich. Okay. Das Mysterium gelöst. Es geht noch weiter. Oh, ich sehe dich. Nein. Oh. Hehe. Kann sie kaputt schießen, ne? Oder auch nicht. Kann mich besser ranschleichen. Aha. Sehr schön. Schwert ist wieder aufgeladen. Ich sehe da oben schon den nächsten Kollegen. Den können wir uns aber nicht so einfach wegblocken. Gott, hier geht es sehr weit ins Wasser. Nee, das will ich natürlich nicht. Warum haben wir Bombenpfeile gekriegt? Bringen die was gegen euch? Ja. Oh Gott. Ja, der kommt natürlich gucken. So, hey, mein Kollege, mein Freund. Oh. Nee. Tada! Blut, Blut, Blut. Da ist noch eine Kiste. Die müssen wir wahrscheinlich rankommen, ne? Oh, wie groß ist denn das hier noch? Da haben wir noch einen Freund. Da nicht. Haben wir wieder so Schutz an. Da schießt du. Oh Gott, da oben ist noch einer. Nicht. Nein. Nein. Halleluja. Panik. Das war Panik. Ja, den haben wir. Der andere kann erstmal ruhig schießen, ist mir egal. Da kann man Treppe hoch und dann wahrscheinlich zu ihm rüber. Puh. Aber der sieht uns sofort. Das ist das Problem. Dann würde ich ihn am liebsten von hier unten wegschießen. Ich glaube, das ist die bessere Option. Nice. Hallo? Gehen wir mal oben gucken. Also sowas mag ich viel lieber als diesen letzten Schrein, in dem wir ja öfters kläglich versagt haben, als mir lieb war. Okay. Ah, da haben wir den kleinen Schlüssel. Nice. Jetzt würde ich aber gerne hier runter und gucken, was uns erwartet. Noch jemand? Hallo?
Ah, da können wir auch. Ah, sind wir wieder. Ach, wir sind wieder hier. Hier sind wir runter. Okay, wir sind einmal im Kreis. Gut. Ich habe Angst. Zu Recht habe ich, glaube ich, Angst. Nicht so aus, als wären wir durch. Da kommen Kugeln runter. Da ist Wasser. Da sind We. Ah! Das sind nicht wenige, ne? So eine Kacke aber auch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hast du mich nicht gesehen? Nee, hast du nicht? Ich weiß nicht, ob ich den da oben auch platt kriege mit meinen Pfeilen. Ich habe noch 10 Stück. Das ist gut. Oh, du gehst nicht kaputt. Du aber. Mit denen da unten schon mal weg. Ja, mach ruhig. Schieß! Juckt mich nicht. Ich glaube, ich treffe nicht das Auge, was das Problem ist. Oder Bombenpfeile sind halt... Da bist du immuner gegen. Vielleicht müssen wir bei ihm dann doch unseren heißgeliebten... Wächterpfeil nutzen. So schwer es mir auch fällt, ne? Das bringt nix! Was ist das für ein Assi? Oh. Nein! Nein, ich hätte eher weggehen sollen. Ach, Mann. Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß wahrscheinlich nochmal neu machen. Von vorne. Von ganz von vorne. Mit diesem ersten Wächter-Dude. Und ja, nee, wir haben eine Schüssel noch. Oh, aber den hier müssen wir auf jeden Fall machen. Na gut. Aber da hatten wir ja schon... Oder? Nee, den müssen wir nicht machen. Oh, Gott sei Dank. Wir müssen nur diesen letzten Raum machen. Ich dachte schon, dass wir jetzt wieder alles neu machen müssen. So war es ja in den bisherigen Schreinen. Okay. Welchen Pfeil haben wir? Die. Dann würde ich, glaube ich, gerne die, die da jetzt runterkommen, als erstes mal eben loswerden. Den da. Okay, okay, okay. Können wir, warte mal, den da loswerden wieder? Der war ja recht easy. Ja. Zeigt uns den Rücken, aber ich glaube, das ist gerade egal. Wenn wir jetzt hier eine Schutzwand hinstellen. Können wir uns um den Kollegen kümmern? Oh, der ist nicht tot. So. Dann haben wir nur noch den Freund da oben. Den wir wahrscheinlich, wenn ich das jetzt richtig hier interpretiere, nur platt machen können, wenn wir da hochlaufen, ne? Ach, du heilige Puperze. Damit war er nicht so. Oh nein! Ich bin so dämlich manchmal, ne? So dämlich! Jetzt habe ich mich selber umgebracht mit dem Bombenpfeil. Ah, aber die Taktik war schon mal gar nicht schlecht. Mit dem Eisblock die Sicht zu blockieren, den einen schon mal da wegzujagen, dann zu wieder zu verstecken, dann den Eisblock, Schutzschild, Sicht. Ja, wir kommen langsam voran. Jetzt ist nur noch dieses Problem, den letzten da oben. Der ein bisschen stärker ist. Bei dem ja noch nicht mal der antike Pfeil da geholfen hat. Gut. Okay. Bin prepared. Ja, man sollte nur... So.
Easy. Den haben wir. Jetzt kümmern wir uns um den. Jetzt kümmern wir uns um hier eine Barriere. Kümmern uns um den Kollegen da unten. So, und jetzt müssen wir halt gucken. Ich glaube, sinnvoll ist es, wenn wir da auch eine Schutzwand errichten. Da möglichst sofort hinterfliegen. Bevor er schießen kann. Ja, uns? Kann auf jeden Fall schießen, aber er kann uns nicht treffen. Das ist schon mal gut. So. Jetzt da hoch. Und dann mit einem Schlag platt machen. Er hat uns auf jeden Fall im Visier, ne? Er weiß, dass wir hier langkommen. Da müssten wir auch safe sein. Hinter der Wand. Okay, und er chillt wieder. Und jetzt ist halt die Sache. Jetzt müssen wir da hin, den hauen. Bevor er uns haut. Schaffen wir das? Schaffen wir, ne? Action! Ach, nö! Schaffen wir nicht. Wieso kann ich den denn nicht hauen, wenn er ausholt? Aber wir waren schon mal... Also wir kommen jede Runde einen Schritt näher. Das ist zumindest schon mal sehr beruhigend. Sehr motivierend weiterzumachen. Nächste Runde schaffen wir es. Jetzt, das ist... Ich spüre es. Das ist jetzt unsere Runde. Die Taktik steht. Okay. Sind sie alle bereit? Er kommt. Er ist viel weiter da, als ich denke, ne? Oh. Der sich da beruhigt. Aber dann machen wir den kleinen Dude unter der Brücke. Fuß. Dann ziehen wir hier die Wand hoch. Dann kümmern wir uns um den kleinen Dude. So. Dann kümmern wir uns da wieder um eine Barriere. Okay, okay, okay. Nein. Schild. Du bist genauso planlos wie ich, ne? Ich mach das zu früh, ich weiß. Na, Kollege, was ist los? Größere Kreise. Du musst nicht hier lang. Du bist zu fett. Nein! Ich wollte gerade ausweichen. Ich kann das nicht. Ich kann dieses blöde Ausweichen nicht. Ah, kommt schon. Komm. Ich will das jetzt schaffen. Ich stelle mich blöd an. Müsst ihr mir nicht sagen. Ich weiß das. Ihr dürft auch gerne jetzt euren Monitor anschreien, wie dämlich ich bin. Habe ich keine Probleme mit, das weiß ich alles.
Der hört aber auch nicht auf, wirklich zu blocken, ne? Das Einzige, womit ich ihn kriegen würde, wäre, wenn er halt... der kommt weiter da. Wenn ich ihn... mach ruhig. Entweder so die Attacke zurückschleudern, das könnte ich vielleicht gleich mal probieren. Aber da bin ich halt auch nicht gut drin, ne? Oh! Bin runtergeholt. War jetzt auch nicht Sinn der Sache. Komm, schieß nochmal. Nein. Komm. Mann. Nein. Ich wollte das zurückschleudern. Meine Motivation lässt nach. Ich bin zumindest ja heilfroh, dass wir den ganzen Kack hier vorher nicht machen müssen, sondern hier echt einfach nur runter und dann sind wir schon wieder in dem Raum. Das erleichtert es doch ganz schön. Stellt euch mal vor, wir müssten den hier wieder platt machen, hier diesen ganzen Weg durch den Dings laufen, den Schlüssel holen und dann jedes Mal an der gleichen Stelle wieder sterben und dann wieder alles von vorne machen. Das wäre noch frustrierender als das, was wir jetzt haben. Also von daher dürfen wir uns da gar nicht so beschweren. So. Er beruhigt sich wieder. Sehr gut. Können wir den platt machen. Also wie gesagt, es ist, tritt eine gewisse Routine ein. Die man dann schaffen kann. Okay, warte. Ich bin noch nicht bereit. So. Nein, wie blockt man denn? Schleudert man das zurück? So. Okay. Warum geht das nicht? Bin ich zu spät? Nimm mal ein anderes Schild. Licht am Schild. Du den bitte anvisieren? Ich drücke doch. Wirklich zu spät? Zu früh? Ich glaube, ich drücke... Ach, jetzt habe ich zu früh gedrückt. Ich habe keine Ahnung, wann ich da drücken muss. Weil er macht ja die Bewegung. Also es muss ja der richtige Knopf sein. Aber man kann doch eigentlich diese... Laserbeam-Attacke zurückschleudern. Und ich habe einfach gehofft, dass ich ihn dadurch treffe und verwundbar mache und somit ja, eine größere Chance habe. Aber irgendwie bin ich da anscheinend auch zu blöd für. Das ist nichts Neues. Okay, ich versuch's nochmal mit der Pfeilabschlusstechnik. Weil da sind wir jetzt am besten und weitesten mitgekommen. Deswegen. So, den schon mal ausgelöscht. Jetzt warten wir, bis der Kollege da oben schießt. Sich dann wieder beruhigt. Kümmern uns um den kleinen Dude da unten. Kümmern uns um den Dude da oben. Schon mal so ein bisschen vielleicht. Das ist echt das Problem, ne? Ich weiß auch nicht, ob uns andere Pfeile helfen. Ruhigst du dich? Danke. Das Gefühl, das tut noch weniger, ne? Ich bin überhaupt nicht mehr da. Entspann dich. Ja, ist gemerkt, ne? Machen wir mal so wie eben. Die Taktik ist immer noch am besten. So.
Den platt machen. Haben wir da mehr Platz? Nee, da haben wir genau die gleiche Platzkacke, ne? Dann ist ja egal, ob wir links oder rechts rumgehen. Ah! Oh Gott. Schon dezente Panik gehabt. Oh Gott. Ja, ja, mach du da Oma. So. Jetzt beginnt halt der Spaß, ne? Wie gesagt. Ich keine Bombenpfeile mehr. Die waren bisher so am effektivsten. Die Geschichte anging. Jetzt halt das Problem ist sein Schild. Jetzt ins Auge treffe. Zieht das überhaupt nichts ab, ne? Aber warum? Ah! Gott, das war eine Flucht. Sein Schild ist das Problem. Sein Schild ist echt ein Problem. Ja, mach du ruhig. Ich habe dir sofort das Schild wieder hochgenommen. Was soll ich dazu sagen? Also wir sind jetzt schon 27 Minuten in der Folge. Wir kümmern uns da in der nächsten Folge nochmal drum. Es kann ja nicht so schwer sein, den Dude da am Ende jetzt platt zu kriegen. Das ist nur noch der eine. Safe. Dann wird das Tor aufgehen und dahinter sehe ich doch schon hier die Statue und so. Aber der ist wirklich knackig und ich weiß nicht, was ich da jetzt noch großartig anders machen soll an meiner Taktik, außer vielleicht mal nicht zu sterben. Naja, wir gucken uns das in der nächsten Folge nochmal an. Ich hoffe, dann klappt es. Ich meine, der Rest funktioniert ja grandios mit den anderen drei Wächtern, die da noch rumtouren. Der ist halt so ein kleines Problemchen. Und dann, ja, gucken wir mal, wie wir das Ganze gelöst bekommen und müssen dann ja noch das letzte Lager räumen. Also es wird auch noch lustig. Ich bedanke mich dann aber auf jeden Fall fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!